So, hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Tomb Raider 1 Unfinished Business. Was, ja, das DLC im Grunde ist zu Tomb Raider 1. Und, ja, auch natürlich hier gibt es viele Items zu entdecken, ist klar. Ich muss sagen, es ist absolut eins meiner Hasslevel. Secret 1 direkt am Start. Einfach weil so viele von diesen ekelhaften Atlantiden-Gegnern da sind, dann kommen die sehr häufig aus irgendwelchen Kackecken und gut, also wie gesagt, dieses Level, ich mag's nicht, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich zeigen, wo die ganzen Items sind, ne? So, also geht's erstmal hier runter. So, die Kugel lassen wir einfach mal rollen. Sehr schön. Hast du schön gemacht, Kugel. Und dann gehen wir hier nach vorne. So, von hier der Ecke. Von hier der Ecke aus sollten wir eigentlich relativ gefahrlos da reinkommen. Genau. Oh, ich habe falsche Taste gedrückt, beinahe in die Lava gefallen. So. Zurücksteppen. Und dann rauf mit dir, Lara. So. Jetzt haben wir auch im Grunde schon. Ja, zu dir kommen wir noch. Jetzt haben wir schon den ersten Kacklappen-Gegner. Wir speichern mal. So, also der erste Gegner ist hier direkt um die Ecke. Wir haben halt nur die Pistols am Anfang, deswegen ein bisschen nervig. Na komm schon. So, jetzt haben wir die. Und die nächsten Gegner sind ja nicht weit. Also wenn die noch nicht da sind, kriegen wir die getriggert, keine Sorge. Indem wir hier hin springen. Oh, okay, wir haben sie getriggert. Was ist los mit euch? Ah, da hinten. Nicht alleine. Wir haben auch nicht so viele Medipacks, weil wir ja im Grunde neu begonnen haben. Den Sack auch erledigt und können tatsächlich hier weiter. Wie gesagt, das ist das erste Level, ein richtiges Hasslevel von den ganzen Zusätzen. Dann kommt häufiger auch sowas, musst irgendwo runterspringen, wo du Schaden bekommst. Ja, toll. Schöne Spielmechanik, wirklich. Gibt halt im Grunde nichts Beschisseneres. So, wir speichern halt ein bisschen häufiger, aber lasst euch davon nicht stören. Dann hier hinten hoch, nachdem wir die zwei Steine da ausgewählt hatten, dass sie
Na. Warte, machen wir das anders. So. Schon immer in die Luft fliegen. Danke. Keiner mag dich. Also wirklich keiner. So. Da kommt natürlich auch noch mal einer. Hey, komm mal zurück. Ah, sehr schön. Dann haben wir den auch weg. Hier noch ein dickes Medipack mal eingesammelt. Hier noch die Muni. So, Items gibt es hier richtig viele. Richtig schön. Aber auch richtig nervig. So. Einen kleinen Schwenker gemacht. Subs. Und ja, wieder mal Schaden bekommen. Richtig, richtig schön. Ich mag diese Mechanik nicht. Einfach irgendwo runter zu springen und du kriegst einfach Schaden. Das ist einfach so. Meh, okay, toll. Warum habt ihr es nicht so gemacht, dass man keinen Schaden bekommt? Ist das so schwer? Weil eigentlich ja nicht. Ja, und weil diese Mechanik mit dem Fallen ja unbedingt so toll ist, haben sie hier gleich nochmal gemacht. Gut. So. Ich werd häufiger speichern, weil hier ist einfach so viel Shit, ey. So. Wir sind direkt hier vor so einem blöden Ei. Machen wir auch direkt kaputt. Ah, das nächste Ei ist auch schon da. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber ich will einfach so wenig Schaden wie möglich da mitnehmen. Das ist einfach so blöd gemacht, dass du andauernd einfach irgendwo Schaden bekommen musst. Weil das Spiel sagt, okay, dadurch wird das Level so schwer. Also da finde ich, ist euch nichts Besseres eingefallen, als das Level dadurch künstlich schwerer zu machen? Echt nicht. Ihr habt so tolle Ideen gehabt. Ja. Dann sammeln wir mal hier die auf den vier Kanten die vier Schrotflinten-Munition ein. Tatsächlich brauchen wir die gleich auch. Wer hätte es gedacht? Für die Gegner.
Oh, das macht mich so mad. Wenn dein Level nur dadurch besticht, dass es dich andauernd im Grunde nur fertig machen will, wenn du es spielst. Das hat ja nicht mehr was mit einer besonderen Herausforderung zu tun. Das ist einfach nur nervig. Das macht auch eigentlich Tomb Raider das Spiel jetzt nicht unbedingt gut deswegen. So. Da geht kaputt. Da geht kaputt. Ja, machen wir Arschgegen nur. So. So. Noch einer von den Nervigen. So, und gleich müssen wir ein wenig speichern. Also, der Hebel ist eigentlich nur für ganz am Ende gedacht. Hallo, mein Freund. Naja. Ja, und die Soldaten dort, ja, die werden wir jetzt nach und nach frei machen und sie dann noch direkt töten und ja. Spaß. Schrotflinten-Muni-Schüsse haben wir ja zum Glück. So, dann heißt es einmal lecker speichern. Danke. So, das ist die Tür, die wir noch öffnen wollen. Die macht aber keinen von den Soldaten hier frei. Und den Hebel machen wir dann noch. Wo wir schon bei den ganzen Hebeln sind, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Magnum-Muni. Die ist gut. So, hier wollten wir hin. Ach komm, machen wir mit den Pistolen.
Na komm schon. Ich will das Ganze halt hier ohne Schaden machen. Deswegen machen wir das auf die. Noch mal dahin. Ja. Sehr schön. Das lief ja glatt. So, die beherbergen schönen Vorrat an Munition für die Magnum und ein bisschen Schrotflinte. Das waren nämlich die beiden Pässe, die da rausgesprungen sind. So, dann sind wir hier oben durch. Dann heißt es auf zum nächsten Part. Hört sich jetzt ein bisschen näher an, weil er über uns ist. So, sehr schön. Sieht halt alles sehr viel schlimmer hier aus von der Lava, als es eigentlich ist. Und hier ist auch nochmal so ein richtig nerviger Gegner. Ah, den werden wir. Der kommt natürlich direkt hier vorne an der Kante. An sich schon. So, dann da einmal rüber.
hoch. So, dann da wieder rüber. Und dann wollen wir hier ganz geschmeidig da rein. So. So, hier sind jetzt auch immer zwei nervige Gegner. Nervige Gegner. Ah, gut. Diesmal hat es so einigermaßen gut gekommen. So, hier im Wasser haben wir natürlich auch wieder Items. Also hier sind eigentlich Items und Items und Items. Und falls ich es vergessen habe, hier sind Items. Nicht allzu viele Heal-Items. So, hier mal eine Ausnahme. Aber es sind Items. So. Gut, dann machen wir die zwei Hebel hier noch. Hebel Nummer 1. So, Lara, einfach mal umdrehen. Und Hebel Nummer 2. So, dann einmal kurz ein bisschen Frischluft holen. Damit wir nicht drauf gehen. Und dann einen schönen großen Zug Luft nehmen, weil das wird jetzt eine längere Angelegenheit. Hier hinten unten haben wir nämlich was freigeschaltet. Unser zweites Secret. Mit vier ganzen Items. So, und dann können wir da auch wieder raus. So, dann haben wir das erledigt. Kommen wir zum nächsten Part. Nicht minder nervig, von daher einmal speichern. So. Hier sind jetzt zwei Dudes drin. Die machen wir aber mit der Pistole einfach aus dem Grund, damit wir Muni sparen können. Ja. Komm mal ein Stück zurück. Dude. So, heilen können wir uns trotzdem. Brauchen wir noch alles? Brauchen wir noch alles? Na. Ich weiß, wie wir sie anlocken können. Aber hier ein bisschen runter. Hier wieder rauf. Und dann kommen sie meistens angekrochen. Oder in dem Fall auch nicht, weil sie kleine Arschlöcher sind. So, jetzt. Na, kommt schon. Ihr wollt es doch auch. Da ist einer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. No. So, ein
einen davon haben wir schon explodieren lassen. Dann komm. Können wir auch den zweiten explodieren lassen. So. Das ist ein bisschen unfunny, aber... Wie gesagt, das Level ist so ekelhaft mit Gegnern, dass wir es uns so einfach wie möglich machen. So, hier ist ein kleines Becken drin. Und wie sollte es auch anders sein? Das sind Items. Und ganz unten haben wir noch einen Schalter, den wir betätigen. Ich will eigentlich nie so lange diese Animation von diesen Türen sehen, wenn ich im Wasser bin, ganz ehrlich. Lass die Animation weg, wenn man im Wasser ist. So. Jetzt haben wir zwei Hebel. Einer ist okay, weil er uns weiterbringt. Das ist er nicht. Das ist der Kackhebel. So, jetzt müssen wir die hier ein bisschen anlocken. Schön, dass du keinen Rückwärtssalt gemacht hast, aber naja. So. Kommt schon. Kommt schon. Ihr Ratten. Ach, Mist. Der dritte Schuss wollte nicht. Ja, so geht das. Dann haben wir die vier auch erledigt. Und können dann hier rein. Hier kamen die übrigens raus. Also wir wollten die nur deswegen eigentlich haben, weil wir dann hier in den Raum rein können. Und hier gibt es wieder Stuff. Batz. So ein bisschen, a little bit verwinkelt. Nein. Oh, ey. Ehrlich, ich hatte ein bisschen Schräglage drin. Unlucky. So, machen wir es so. So. Einmal speichern. Ich bin mir ziemlich sicher, hier kam jetzt... Ja, ein Gegner. So. So. Also nochmal speichern. Speichern hier halt ganz große Pflicht. Ah ne, warte mal. So. Hier herunter. Und wenn wir dann hier sind, haben wir... Na, jetzt bald.
hier zurück. Jetzt haben wir hier zwei Hebel. Hebel. Und der linke sorgt dafür, dass sich eine Tür öffnet, die sich relativ schnell wieder schließt. Deswegen müssen wir hier ein bisschen Beeilung machen. So, da drin ein bisschen Uzi-Muni oder Uzi, wie man es hat. Yo, komm. Nicht rummeckern hier. Nicht rummeckern. Na, Lara, lass mal. So. So, rechts ist aber nicht minder wertvoll. Deswegen einmal abtauchen. Und den rechten Hebel benutzen. So, dann gehen wir hier raus. Durch die Stacheln können wir ja easy laufen. Also nicht laufen, gehen. Ja. So. Und wenn wir da durch sind, dann einmal speichern. Den. Jetzt müssen wir schnell sein. So, dann haben wir hier unsere Magnum bekommen. Sehr schön. Ansonsten war hier nichts mehr. Allerdings hier in dem Raum schon. Dazu gehen wir mal wirklich gehen. Ich hoffe, ich schaffe den Winkel wieder zu treffen. Also wenn du ganz rechts normal stehst, ja genau, dann bekommst du keinen Schaden davon. Und dann kannst du das easy aufnehmen. So. Zack. Dann hier hoch. Nochmal Magnum Muni. Und ja, dann wollen wir da wieder runter. Und wollen da auch wieder zurück. Hier können wir das ja gefahrlos. So, und jetzt diesen blöden Gang wieder zurück. Bla bla bla. Sehr offen. Dass man hier nicht als draußen. Ah, oder? Geht auch hier lang. Fast klar. Hab vergessen festzuhalten. Mit einer Güte. So. Hier hinten noch ein großes Medikit. Nehmen wir mit.
Ekelsprung. Wie ich solche Sprünge generell gerne nenne. Bla, bla. Dann hier hoch. Den Sprung machen wir von hier. So, ansonsten würden wir in der Lava landen, deswegen ist das hier noch die gute Variante. So, jetzt kommt wieder so einer dieser Momente, wo man sagt, okay, muss das sein? Ja, er kommt jetzt hier raus. Toll. Wow. Das macht das Spiel nicht schön, wenn Gegner einfach so aus dem Nichts auftauchen. Ja. Ich muss noch ein Medikit nehmen, weil wir haben schon relativ viel Schaden bekommen. Und bekommen natürlich nochmal richtig schön viel Schaden. So. Ab darüber mit dir. Jetzt kommen noch mal ein paar Sprünge übers Feuer. Ja, Nummer uno, Nummer dos. Ach, Mensch, ich Idiot. So. Hier hoch. So, ein wenig speichern. Das ist der zweite blöde Vogel. Komm her. Jetzt aber. Cap. So, jetzt sagt der Kompass. Jo, der Kompass ist zufrieden. Wir müssen nur noch das Item einsacken. Dann haben wir alle Items. Von hier schaffen wir den Jump da hinten aber nicht rein. Deswegen nochmal zurückjumpen. Dann hier drauf. So. Und dann Speicher immer. Und weil irgendwie manchmal läuft es schief. Ah, okay. Diesmal lief es nicht schief. Das freut mich. Oh Gott. Bitte lach. Mach's jetzt nicht zu schwer. So. Ah, es war so klar. Es war so klar. Wir nehmen mal noch ein Medikit. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Exakt. Da ist er.
ist schön. Einfach drauf gehen. Ja, und damit haben wir das Level dann beendet. Das heißt, es nur noch einen Hebel drücken und dann war's das. Ja, komm, Lara, du schaffst das.